Herzlich willkommen zu diesem etwas besonderen Video. Wir machen heute einen Recap von dem ersten Quartal in Filmen. Wir haben gerade festgestellt, im Januar ist gar kein guter Film rausgekommen, bis auf Her. Hat jemand von euch den gesehen, Her? Immer noch nicht. Ich habe Her gesehen, ja. Und? So ein bisschen gemischt. Also eigentlich war er nicht schlecht, aber irgendwo ist es mir dann doch nicht deep genug. Das war, wo er sich in den Computer verliebt. Genau, Scarlett Johansson. Also eigentlich eine super spannende Geschichte und super spannende Prämisse und so eine Sache, von der ich tatsächlich glaube, dass sie irgendwann mal passieren kann. Also das ist vor allem sehr interessant, weil ich weiß noch genau, wie ich den Trailer dazu gesehen habe und dachte, ja, voll cool, den gucke ich mir an. Und ich habe dann aber irgendwie ihn nie gesehen. Ich habe auch nicht noch mal daran gedacht, bis jetzt eben gerade. Nee, ich wollte den auch noch gucken, weil der war ja auch für den Oscar nominiert. Ja. Und ich hatte eigentlich alle Filme durchgeguckt, aber den habe ich irgendwie nirgendwo gefunden. Ich habe im Flugzeug gesehen. Und, das ist natürlich geil. Ja, im Flugzeug ist ja jeder Film gut, aus irgendeinem Grund. Ja, aber das ist aber der mit Tomatensaft. Nee, aber ich habe das Einzige, was ich wirklich davon gesehen habe, von Her, und was ich wirklich feier, ist das, die Forehead von Joaquin Phoenix. Da gibt es doch dieses, wo er dann, wie das so ein kleines Gesicht aussieht. Wenn man das so auf den Kopf dreht, dann hat er so eine Nase und das ist ganz, ganz, ganz strange. Ja, die Falten. Ja, aber ansonsten gab es nichts im Januar, also außer Dschungelcamp dann noch. Februar kam der Lego-Movie raus. Oh, der war großartig. Oh, oh Gott, wie großartig dieser Film. Everything is awesome. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Wirklich? Ja. Ich habe ihn dreimal angeguckt im Flieger. Dreimal? Ja, erst auf dem Hinflug nach L.A., dann nochmal zurück und beim nächsten Mal nochmal geguckt, weil ich den so geil fand. Ich habe den so gefeiert. Ja, der war auch großartig. Ich habe den nur einmal gesehen, aber dieses Lied ist mir so unglaublich im Kopf geblieben. Ja. Und als wir in Australien waren mit der ganzen Truppe, die haben die ganze Zeit dieses Lied gesungen. Und weil sie nicht den ganzen Text auswendig kannten, haben sie immer nur Everything is awesome, everything is cool, you're part of a team. Das ist halt auch das. Ich habe den, wie gesagt, den Film zwar nicht gesehen, aber ich hatte ewig lang einen Ohrwurm nur von der Melodie, nicht mal vom Text, sondern wirklich nur. Aber ich hatte das nicht wegen dem Film, sondern ich hatte das wegen Marty. Ja, weil er es auch gesagt hat. Wirklich. Von seinem Loop zwischendurch. Was ich halt großartig an dem Film irgendwie fand, warum er mich so gekickt hat. Viele haben sich über das Ende beschwert, wie es so ist, aber ich fand das irgendwie auch nett so. Ja. Aber ich fand so geil, dass sie mit eingefangen haben, so dieses, wenn man halt damit gespielt hat, dann war das halt so genauso. Dann hat man irgendwie gebaut und es gab halt eben die nach Plänen gebaut haben oder die freigebaut haben. Und entweder warst du der eine oder der andere. Ich habe immer alle Pläne aufgehoben mit der Prämisse, irgendwann baust du es dann nochmal nach. Ich habe es nie gemacht. Ich habe immer einmal aufgebaut und habe mich voll gefreut. Ja. Und dann habe ich es irgendwann auseinandergenommen. Ja, genau, ich auch. Und dann was Geileres rausgebaut. Ja. Ich hab einmal zu Weihnachten so ein Lego Star Wars, das Schiff von Jango Fett bekommen, das dann so fliegt quasi. Das war wirklich so groß. Ich habe es direkt an den Weihnachtstag, ich habe mich so gefreut, das Ding war ja irgendwie 150, 200 Euro. Ja. So. Ich habe mich so gefreut, das Ding direkt zusammengebaut, habe es hochgenommen, wollte im Spiel nicht mehr runtergefallen, kaputt gegangen. Und dann aber das Ding ist, ich war nicht traurig, weil dann konnte ich es nochmal zusammenbauen. Und das Ganze ist mir an dem Abend dreimal passiert. Ich hatte einen Lego Technik Darth Vader. Der war mega kompliziert damals für mich zu bauen. Ich habe ewig gebraucht, bin und ich war so stolz, als ich fertig war. Und habe ihn dann so auf meine damalige Kommode gestellt. So, ha, ist fertig. Und bin in den Urlaub gefahren, kam wieder. Und meine Schwester hatte dann eine Party gefeiert. Und irgendeine ihrer besoffenen Freunde hat ihn dann auseinandergenommen und irgendwie neu zusammengebaut, weil er halt Bock dazu hatte. Und ich kam rein und sehe das und krieg die Oberkrise. Was ich gemacht habe, das Ding in Beutel gepackt, in so frische Beutel mit der Anleitung, bin zu dem hingelaufen, da, bau wieder zusammen. Ich war so sauer darüber, weil ich wollte den einfach nur haben, wollte den nicht nochmal genauso zusammenbauen. Genau, was noch rausgekommen ist im Februar war, was war denn das noch? Robocop. Habt ihr den gesehen? Ja, ich fand den voll geil. War vom Trailer voll abgeschreckt. Ich auch, ja. Ey, ich fand den ersten Robocop oder die originalen Robocop schon total geil und ich fand den auch cool, weil das ist einfach so ein richtig schönes Action-Popcorn-Kino, weißt du, hat nicht groß, keine tiefgründige Bedeutung, sondern es ist einfach Robocop. Ja, aber der erste Robocop ist voll tief. Hat er nicht so eine ganz niedrige Altersfreigabe? War dann auch selber so ein bisschen blutleer oder sowas schon. Aber ich fand ihn trotzdem cool. Ja, hat ohne mir Blut. Gefallen. Ja, ich fand das ist einfach so viel Explosion und so, fand ich geil. Ja, aber wenn keine Leute verletzt wird, dann ist es doch nicht lustig. Ja, das war wirklich, mir hat's gefallen. War ein cooles Remake. Ich muss gestehen, ich war da sehr. Ich habe den Trailer gesehen und dachte so, nee, will ich nicht sehen. Weil ich den Original Robocop echt cool finde, so. Ja. Mit den Szenen, weil er voll extrem ja auch ist. Der ist ja relativ brutal. Schießt der eben nicht den einen dann nochmal in den Hohn oder sowas, also in den Schritt oder so. Das ist so richtig heftig. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, dass dieser Charme verloren geht,
in diesem neuen, glatten Setting. Robocop ist ja auch so mega roh und so düster. Da hatte ich ein bisschen Angst. Ich habe mich noch nicht dran getraut. Ich glaube, ich werde es auch nicht machen. Nee, das ist schon, ist halt nicht der originale Robocop, ne? Also, ist nicht so geil wie der Original. Ich fand ihn trotzdem gut, ja. Dann im März gab es ein bisschen mehr sogar. Diverse Sachen. Einmal kam da 300, Rise of an Empire. Oh Gott. Habe ich in der Kinopreview gesehen, tatsächlich. Auch. Ich fand ihn gar nicht scheiße. Nicht gut? Der erste 300 ist einer der wenigen Filme, bei denen ich wirklich vorher ausgeschaltet habe, die ich nicht zu Ende angucken konnte, weil ich den furchtbar finde. Er ist halt absoluter Hassfilm für mich. Echt? Finde ich voll geil. Also ich habe den ersten habe ich damals im Kino gesehen, ich stehe eigentlich nicht darauf, aber irgendwie habe ich es gefeiert, weil es hat mich so ein bisschen insoweit an die Expendables erinnert, dass es einfach nur so überzogen ist, dass du die ganze Zeit nur denkst so, Was? Dass ich irgendwie mich entertained gefühlt habe. Ja, aber die nehmen sich so ernst da drin, weißt du? Die Expendables nehmen sich halt nicht so ernst. Ja, die nehmen gar nicht ernst. Aber, ist 300 ist ja total bierernst. Ja. Also ich fand es total, ich fand auch den zweiten insoweit unterhaltsam. Also ich hab den im Kino gesehen, ich habe ihn auch nur genau da gesehen, aber da habe ich mich gut entertained gefühlt. So. Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe, nämlich riesige Schlachten, wie sie irgendwas in die Luft jagen dabei. Brüste hatte man auch. Ja. So, und Pferde, die und über Krüppel. Schiffe rennen. Ja, genau. Und das war so absurd. Du sitzt da so und guckst das so und denkst so, nee, What? Ist jetzt for real? So, nein. Ja. Also hab mich entertained gefühlt. Das ist kein guter Film in der Hinsicht, dass man sagt, das ist aber so mehrfach. Spaß. Aber man macht in dem Moment Spaß. Ja. Und er ist auch ist so ein Film, der ist halt nur fürs Kino gemacht. Ich glaube, daheim macht er erst recht keinen Spaß. Ja. Aber es gab eine Sache, die hat mich da richtig, richtig aufgeregt. Diese ganzen Partikel, die da rumgeflogen sind. Es gab kein einziges Bild, wo keine Partikel rumgeflogen sind. Die wollten einfach zeigen, was sie können. Und überall war irgendwie so Feuerpartikel oder ich muss mir die Gaspartikel, Staubpartikel, ohne Mist. Sogar als er die Alte da geknallt hat im Boot, ist auch irgendwas rumgeflogen. Damals gab es halt noch keine Feinde. Das ist kein Film für Allergiker. Nee, was ich richtig geil fand, war The Grand Budapest Hotel. Oh ja. Der war super. Wes Anderson-Film und immer die frontale Perspektive, so wunderbarer Humor und tolle Bilder. Ja. Ich fand auch die ganzen Cameos einfach so geil, die da drin waren, die dann so für eine Szene und dann sitzt da so, cool. Und ich finde, also es war ja zum Teil echt heftig, was da so passiert, aber es war immer in diesem leicht winzigen Unterton. Es hat nicht an Ernst verloren, aber es war irgendwie so in diesem Gesamtbild. Ich hab's mega gefeiert. Das ist halt wirklich Wes Anderson, der ist so großartig. Ich feiere wirklich alle Filme von dem. Der ist super. Ja, Fantastic Mr. Fox habe ich noch nicht gesehen. Der ist aber auch cool. Ist der gut? Ja. Weil ich habe so viel Negatives drüber gehört. Aber muss ich mir mal angucken irgendwann. Aber ich finde, der ist super. Need for Speed habe ich nicht gesehen. Interessiert mich auch tatsächlich gar nicht. Ich habe tatsächlich den Trailer gesehen, einfach aus Interesse, weil halt Videospiel, Film und sowas. Und dann immer so, man erwartet ja dann schon nichts bei so solchen Sachen. Und ich habe dann den Trailer gesehen und das hat mich so gelangweilt. Einfach nur, dass ich denen gar nicht erst eine Chance gegeben habe. Vor allem Jesse Pinkman hat ja mitgespielt, also hier Aaron Paul? Ja, Aaron Paul. So. Der Breaking Bad Darsteller. Aber da hat man nichts von mitbekommen, ne? Nee. Nicht wirklich. Also am Anfang habe ich so ein bisschen mitgekriegt, dass Leute eben genau darüber berichtet haben, dass er da eben mitmacht. Mhm. Aber ich glaube, er ist auch nicht so super geil weggekommen so insgesamt. Und, aber ich fand die alle nicht so super pralle. Also alle Need for Speed Filme. Okay, ich habe nur den ersten geguckt. Nee, das ist ja auch nur der erste. Du verwechselst das, glaube ich, gerade mit Fast and the Furious. Das könnte sein. Sind das nicht dieselben Sachen? Auch richtig guter Film. Habe mich auch sehr drauf gefreut. Und ich fand den auch richtig geil. Veronica Mars. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin so ein Fan. Ja nicht mal was. Das war mal eine Serie über so ein Mädel in der Highschool, die sich so als Privatdetektivin mit ihrem Vater zusammen engagiert oder auch manchmal so ein bisschen gegen den Vater. Und die war einfach ziemlich cool. Also es war so ein bisschen vom Setting her ähnlich wie bei Buffy, also so ein bisschen eine Ensemble-Serie mit mehreren gleichwertig wichtigen Darstellern. Und daraus haben die, glaube ich, 10 Jahre später jetzt diesen Film gemacht. Und der Film ist über Crowdfunding finanziert worden. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen sie eingesammelt haben, aber auf jeden Fall eine der erfolgreichsten Crowdfunding. Und das auch das unheimlich auch so schnell einfach, das war die Sache, weil Veronica Mars hatte so eine unheimlich geile Fangemeinde, große Fangemeinde. Auch unheimlich viele Promis haben irgendwie total drauf gestanden. Stephen King hat gesagt, das ist eine der besten Serien, die es gibt, obwohl es eine Jugendserie ist, mehr oder weniger, weil die hat so viele Film-Noir-Elemente auch. Mhm. Und wurde dann aber leider nach 3 Staffeln abgesetzt, weil die Quote einfach nicht gestimmt hat. Bei uns in Deutschland wurde die irgendwie
kaum bis gar nicht gezeigt, kurz auf ARD, ZDF, glaube ich. Mhm. Dann im Nachtprogramm und dann auch nicht wirklich komplett ausgesendet. Und dann kam der Film halt nach 10 Jahren und wirklich von 0 auf 100 innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden hatten die ihre Millionen da zusammen. Zweiter Teil der Muppets, beziehungsweise, ja, zweiter eigentlich nicht, sondern irgendwie 8., 9., 10., ja. Ich weiß es nicht, aber Muppets Most Wanted von den neuen Teilen, ja. Der zweite. Ich muss gestehen, habe ich angefangen zu gucken, aber ich war zu müde und bin eingeschlafen dabei. Okay. Es war einfach zu müde und dann nicht gelandet. Ich muss gestehen, ich kann keinen einzigen Muppet-Film. Ich war nie ein Muppets. Ich war nie ein Muppets-Fan. Ich finde die Muppets irgendwie ätzend. Die sind mir alle zu aufgedreht. Das ist alles irgendwie so. Die, wie hältst du es mit sind uns so dann aus? Handfiguren auf Koks es, oder es so. Auch, es gibt auch fast nichts Cooleres als die Muppets. Ich kann damit nichts anfangen. Also ich muss sagen, ich mag die Muppets und so. Jason Segel spielt damit, ne? Ja. Glaube ich. Das war ein Grund, dass ich mir überlegt habe, vielleicht guckst du den. Den habe ich ja mal interviewt. Wirklich? Geil. Ist der cool drauf auch persönlich? Ja, schon ziemlich. Ja? Er meinte so, Maniac, because you're so manly. ich glaube auch, das ist ja gar lustig. Aber und ich weiß nicht, ich fand die Storys auch eigentlich ziemlich gut, aber sie haben ein bisschen wenig Budget gehabt. Worum geht's denn da? Identitätsdiebstahl. Ja, richtig. Kermit wird ersetzt durch einen anderen Frosch, der genauso aussieht wie er, okay, der aber böse ist. Oh. Und der das hat hier, ganz geil. Also man kann die sehr gut voneinander unterscheiden, weil der eine Frosch, der hat keine Warze und der andere hat eine Warze im Gesicht. Okay. Und irgendwann schminkt er sich die halt dann grün, sodass man die nicht mehr sieht und klebt halt Kermit dann eine Warze auf und dann wird der Kermit eben ins Gefängnis gesteckt. Ja, ist das gut. Oder 100.000 Leute mit Cameos in dem Film drin. Und ja, ich habe auch ein Interview mit Siegel gesehen, wo er erzählt, dass es mega creepy war, in der Pause, in der Drehpause irgendwie so durch die Garderobe zu laufen. Mhm. Und dann einfach nur die ganzen Muppets, die ganze Zeit halt Stimmen haben, während er mit ihnen spielt, einfach nur so. Ja. Da liegen zu sehen, wer es da so sagt. Er meinte so, dass er hat noch nie was Gruseligeres gesehen als einen todwirkenden Kermit. Aber zu diesem, wie Muppets dann plötzlich so lebendig werden, also ich habe das ein paar Mal erlebt, weil wir ein paar Interviews hatten mit den Muppets und wenn du halt die Puppenspieler vor dir hast, dann mit denen redest und die haben halt so den Muppet noch so in der Hand, also zum Beispiel Kermit, dann redest du halt mit denen und irgendwann switcht es dann um, dann redest du plötzlich mit dieser Puppe und redest wirklich mit der, weil die hat halt wirklich genau diesen Gesichtsausdruck und die Mimik und guckt dir wirklich in die Augen und dann guckst du da auch zurück in die Augen, du realisierst gar nicht mehr, dass das Viech an einem Menschen dranhängt und das ist schon ziemlich cool. So, es gibt keine Filme mehr, über die ich jetzt reden könnte, weil ich keine mehr kenne aus diesem Quartal. Das heißt, wir beenden dieses Video für heute. Ja. Das heißt, diese Endcard poppt auf einmal aus. Das heißt, ihr könnt links und rechts jeweils noch auf ein Video klicken in der Mitte. Abonnieren in der Social Media Box, die eigentlich die Videobeschreibung ist, sind alle Social Media Links und die Links zu allen Kanälen hier. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Wir machen noch ein paar von diesen Rückblicken in allen Bereichen. Also schreibt uns eure Meinung, gebt eure Bewertung ab. Und was war euer Lieblingsfilm in dem ersten Quartal? Ja, Mann. Wie fandet ihr den Lego-Film? Oder Grand Budapest Hotel?